In der Klinik am Südring. In der Notaufnahme erwartet Assistenzärztin Viola Grewe einen Möbelpacker, der schwer gestürzt ist. Auch die Ehefrau des Patienten ist vor Ort. Okay, also das ist der Herr Carlos, der hat sich bei der Arbeit verletzt als Möbelpacker. Ja. Und zwar war das folgendermaßen, er ist rückwärts die Treppe runtergegangen und dabei ist ein Schrank auf ihn gestürzt. Okay. Genaue Informationen haben wir jetzt allerdings nicht. Es kommen aber später noch zwei Kollegen von Das ist gut. Ja, die werden dann irgendwie nähere Auskunft geben. Das ist ja schon komisch. Das passiert ja nicht einfach so, ne? Ja. Von der Notärztin wusste ich eigentlich nur, dass Herr Karloff unter einem Schrank gefunden war. Es war nicht klar, ob er am Kopf getroffen wurde, ob er am Arm getroffen wurde. Und für uns war es jetzt erstmal wichtig, herauszufinden, ob es irgendwelche schwerwiegenden inneren Verletzungen oder besonders Verletzungen der Halswirbelsäule oder des Rückens gegeben haben könnte. Tschüss, guten Dienst. Ne? Danke, euch auch. So, Herr Karloff, können Sie mich hören? Mhm. Ja? Lola, kannst du das einfach Sie haben wahrscheinlich starke Schmerzen, ne? So. Gut. Wo tut's denn am meisten weh? Wahrscheinlich im rechten Arm, ne? Genau. Wissen Sie denn genau, was passiert ist? Am besten ja, er hat vor zwei Monaten oder seit zwei Monaten schon Beschwerden der Schulterschmerzen. Ja. Habe ich extra gesagt, er soll zu Hause bleiben. Dann hat er zwei Wochen okay drauf gehört und dann sagt er, jetzt muss er leider wieder arbeiten. Also nur zwei Wochen, nach zwei Wochen? Ja. Ja. Hat Ihr Mann denn Vorerkrankungen? Nein, sonst kerngesund, alles super fit. Kein Diabetes, Bluthochdruck? Nein. Seine Ehefrau hat eine besonders wichtige Rolle gespielt, weil sie darauf hingewiesen hat, dass er schon vorher, vor diesem Unfall, Probleme in der Schulter und in dem Arm gehabt haben musste. Und das war für uns natürlich ein Hinweis, dass es vielleicht schon vor dem Unfall eine Ursache gegeben haben könnte. Oder vielleicht einen Grund, weshalb es überhaupt zu dem Unfall gekommen ist. Der Patient selbst ist zu benommen und verwirrt, um den Unfallhergang zu schildern. Aber vielleicht können seine Kollegen Licht ins Dunkel bringen. Sie haben den Treppensturz mitverfolgt. Hallo, Sie sind Kollegen von dem Herrn Karloff? Genau. Wunderbar, genau. Das ist perfekt. Sie haben sich auch verletzt. Lass mich mal kurz. Mhm. Ja gut, das gucke ich mir gleich an. Ich glaube, das ist aber nicht so schlimm. Das Wichtigste ist, dass Sie mir erstmal erzählen, was genau passiert ist. Der Herr Karloff ist nicht ganz bei sich. Der konnte mir leider nichts Genaues zum Unfallhergang erzählen. Und Sie wissen ja wahrscheinlich mehr. Ich weiß nicht, wie es kommen konnte. Also ich habe einfach nur ganz normal getragen, ja. Den Schrank. Auf einmal fällt das Ding runter. Ich weiß nicht, was... Aber Sie haben den zusammengetragen? Also Sie waren oben an der Treppe und der Herr Karloff war unten und sollte den Richtig, Schlüssel richtig, ja. richtig. Ja. Also er ist neu, wird angelernt von uns. Ja. Ich arbeite mit meinem Chef. Also wir sind auch privat super Freunde. Wir arbeiten seit 15 Jahren zusammen. Und in den ganzen 15 Jahren ist noch nie was passiert. Das ist also, wirklich kann komisch, ich mir nicht vorstellen, recht. Dass er da einen Fehler gemacht hat. Das kann nur an ihm gelegen haben, dass vielleicht die Kräfte verloren haben. Aber oder so. Ich habe dir aber fünfmal oder sechsmal habe ich dich gefragt, traust du dir das zu? Und immer wieder sagst du, ja, klar, kein Thema. Ja, aber was kann ich denn sagen? Bleiben Sie erstmal ruhig. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt rausfinden, was mit Ihrem Chef passiert ist. Ne? Das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste. Also ich kann es mir nicht erklären. Mit der Hand machen Sie sich keine Sorgen. Mein Kollege hat das schön sauber gemacht und verbunden. Ich schaue mir Ihren Chef auf jeden Fall noch mal an, weil das ist ja wirklich komisch, wie Sie mir das erzählen. Eigentlich hatte ich mir erhofft, von den beiden Kollegen weitere Informationen über den Tathergang herleiten zu können. Dazu ist es leider nicht gekommen, da der junge Kollege die ganze Zeit beschuldigt wurde, er wäre im Endeffekt für den Unfall verantwortlich gewesen. Was wichtig für mich war, war, dass er aber von Anfang bis Ende starr bei seiner Aussage blieb. Er hatte damit nichts zu tun, er hat den Schrank bis zuletzt festgehalten und er wäre ihm praktisch aus der Hand geglitten, weil das eigentliche Problem wohl unten bei Herrn Karloff stattgefunden hatte. Ich würde Ihnen mal einen CT schicken, da gucken wir einfach mal, weil wir ja auch nicht genau wissen, hat es ihn genau am Kopf getroffen, hat es ihn am Brustkorb getroffen und da können wir einfach nochmal, ich kann zwar von außen jetzt so schauen, aber dann sehen wir einfach nochmal, ob es vielleicht innere Verletzungen gibt, das wäre auf jeden Fall in dem Fall ganz wichtig. Herr Karloff, alles gut, ja, wir kümmern uns darum. Knochenbrüche, Verletzungen an der Wirbelsäule oder Hirnblutungen, nichts kann ausgeschlossen werden. Bis die Ergebnisse vorliegen, kümmert sich die Ärztin um einen jungen Mann, der vor lauter Scham am liebsten gar nicht in die Klinik gekommen wäre. Sein Cousin und seine Tante haben ihn aber dazu gedrängt. So, hallo, Grewe. Hallo, Grewe. Hallo. Ach, was ist denn da los? Erzähl mal. Was ist denn bei ihm passiert? Es klebt einfach. Befreien Sie mich bitte. Ich habe keine Lust mehr. Was klebt? Ja. Aber wie meinen Sie denn, es klebt? Was ist denn genau passiert? Das müssen Sie mir mal ein bisschen genauer erzählen. Erzähl mal. Nee, du vielleicht. Ich erzähle gar nichts. Das ist deine Sache. Schuld. Wegwerten hin ankleben. Du, oder? Das ist deine Schuld. Dabei. Also ich war beim Mittagessen kochen und dann kam er an und sagte, meine Hand klebt an der Hose fest. Er hatte irgendwas mit Kleber gemacht. Ja. Und
Und irgendwie, ich habe versucht, die abzumachen, aber es geht nicht. Und er ist jetzt auch noch zu, bei uns zu Besuch nur. Und ja, jetzt würde ich gerne, dass das schnell in Ordnung kommt. Ja, ja, natürlich. Unser nächster Patient war der junge Herr Lenker, der mit seiner Tante und seinem Cousin in die Notaufnahme kam. Er war in irgendeiner Weise mit den Händen an seiner Hose festgeklebt. Das fand seine Begleitung auch erstmal äußerst lustig. Für mich war das aber überhaupt nicht lustig, weil sich da natürlich extreme Verletzungen bilden könnten. Er hätte sich die ganze Haut der Handinnenflächen abreißen können oder es hätte zu schwerwiegenden Entzündungen kommen können. Wir haben viel zu tun und das wäre jetzt wirklich wichtig, dass Sie mir kurz mal erklären, Ihnen muss nichts unangenehm sein. Keine Sorge, wir haben hier schon sehr viel gesehen. Ja, ich sag doch was. Ich sag dir, du musst das sagen. Du hast denn was damit zu tun? Doch, hast du was damit zu tun? Ach mein Gott, wie alt bist du? 23, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich würde jetzt wirklich gerne mal auf den Punkt kommen und ganz klar wissen, was ist passiert. Kann mir das einer von Ihnen beiden vielleicht sagen? Ja komm, ich sag's. Ja. Also er hat mal wieder für die Uni gelernt, oder? Uni, ich weiß nicht, ich lerne am Schreibtisch, er lernt wohl mal wieder auf dem Klo. Gefühlt 8-mal am Tag, oder? Oder ist es nicht so? Ja, ist es so. Und er braucht mal wieder seine Zeit für sich, Körperwelten, was auch immer, er studiert da auf der Toilette. Ist einfach super nervig. Und was habe ich gemacht? Er hat mit seiner Zeitschrift, welche Zeitschrift das auch war, verrate ich jetzt mal nicht. Habe ich mal was reingeschmiert, damit er ein bisschen daraus lernt. Und ja, jetzt sitzen wir hier. Woher soll ich denn wissen, dass wir jetzt im Krankenhaus daraus sind? Sag mal. Aber bei aller Liebe, wenn er sich so anstellt mit 23 und im Krankenhaus wegen so einer. Das ist jetzt auch mal gut, ne? Wir kommen mal ein bisschen runter. Hier sind auch noch andere Patienten. Ich gucke mir das jetzt als erstes mal an. Ja. Zum Glück konnte der Cousin dann irgendwann mit der wirklichen Antwort und der Auflösung des Problems herausrücken. Er hat wohl daran Anstoß gefunden, dass sein Cousin, der zu Ferien zu Gast bei ihm zu Hause war, sich mehrmals täglich im Bad eingeschlossen hat und da selbst Hand an sich gelegt hat. Und das mit Hilfe von ein paar Zeitschriften und Magazinen. Und da fand er es wohl eine besonders tolle Idee, diese Zeitschriften mit einem ziemlich starken Kleber einzupinseln, um seinem Cousin einen ganz schön fiesen Streich zu spielen. Ich muss jetzt einmal noch mal ein bisschen genauer nachfragen. Ich schicke Ihre Begleitung auch gerne raus, wenn Ihnen das unangenehm sein sollte. Nein, nein, ist sowieso jetzt alles raus. Ist in Ordnung. Mhm. Ich sag's mal ganz direkt, sind Sie mit der Hand, mit dem Klebstoff dran, an Ihren Penis gekommen? Nein, ich hatte die Hose runter. Aber als ich das gesehen habe, dass da Klebstoff lag, dann habe ich einfach die Hose nach oben gezogen. Also da ist nichts drauf, also keine Sorge. Also den Penis haben Sie nicht berührt? Nein. Okay, wunderbar. Dann ist jetzt erstmal, wir gucken, dass wir Ihre Hand wieder losbekommen. Ne? Haben wir Vaseline oder sowas da? Ach, perfekt. Das ist so peinlich. Nein, da müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. Das, ganz ehrlich, das ist was Natürliches und Sie glauben nicht, was wir hier im Krankenhaus schon alles gesehen haben. Natürlich war dem Herrn Lenker diese Situation, in der er zu uns gekommen ist, extremst peinlich. Dann gerade mit mir darüber zu sprechen, einer jungen Ärztin, auch noch einer Frau, das kann jeder verstehen, dass ihm das unangenehm war. Wir wissen, dass statistisch gesehen beinahe alle Männer regelmäßig an sich rumspielen. Das heißt, die Situation war völlig normal und das Problem ging ja eigentlich eher von seinem Cousin aus. Deshalb gab es für mich überhaupt keinen Grund, sich schämen zu müssen und ich hatte absolutes Verständnis für Herrn Lenker. Jetzt einmal kurz die Zähne zusammenbeißen. Ich mach's ganz vorsichtig. Geht. So, da haben wir's. Ach, da sind ja sogar noch ein paar Fetzen übrig geblieben. So. Alles klar. Ich schmier die mal komplett ein. Ich glaube, dann lösen sich nachher. Am besten lassen wir es einwirken. Ne? Genau, eben. Weg. Das würde ich nämlich auch sagen. So. Ja, sonst können wir das ja. Die Vaseline lassen wir jetzt einfach. Hier. Wir wissen ja nicht, was da drunter jetzt noch ist. Genau. Nicht, dass da eine Wunde noch wir ist. Lassen die jetzt ein bisschen einwirken, dass der Kleber sich was löst. Dann macht mein Kollege Ihnen die Hand einmal sauber. Ja. Und zu Hause ist einfach wichtig, waschen Sie die Hände gut, cremen Sie sich gut ein. Die Haut wird wahrscheinlich ein bisschen gereizt sein und dann wird das alles schon. Kriegst du das hin soweit? Dann würde ich alles klar. Dann würde ich mich schon mal verabschieden. So. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Und machen Sie sich keine Gedanken. Man muss sich dafür. Nein, dann machen Sie sich keine Gedanken, okay? Mhm. Vielen Dank. Sag gerne. Das Klebstoffproblem ist schnell gelöst. Bei dem gestürzten Möbelpacker wiederum geht das Rätselraten um die Unfallursache weiter. Der 46-Jährige hat nach wie vor starke Schmerzen. Doch wider Erwarten sind sogar die Röntgenbefunde unauffällig. Ich kann Ihnen das auch ganz kurz noch mal zeigen. Mhm. Das hier ist Ihr Oberarm und hier sieht man dann die Schulter.
Und ich kann, also das Bild sieht wirklich aus wie aus dem Bilderbuch. Da ist nichts gebrochen, das ist alles so, wie es sein soll. Ja, Gott sei Dank. Das ist auf den ersten Blick ganz gut, aber die Frage ist natürlich, was ist dann los? Weshalb haben Sie so Schmerzen im Arm? Ich würde mir noch mal ganz kurz Ihren Arm angucken. Normal ist ein CT dafür da, um uns Antworten zu geben und nicht, um noch mehr Fragen aufzuwerfen. In unserem Fall war es nun aber so, dass das CT wunderbar perfekt bilderbuchmäßig war und wir nichts gefunden haben. Und das erklärte natürlich immer noch nicht Herr Karloffs Schmerzen und seine Bewegungseinschränkungen im rechten Arm. Ich heb mal kurz den rechten Arm hoch. Geht das? Sie sagen mir sofort, wenn es weh tut, ne? So. Nicht wieder Zähne zusammenbeißen, ne? Sie sagen sofort, wenn was ist. So. Ich kenne ihn. Hier oben, also da tut's. Zieht ein bisschen, aber das ist nicht so wild. Ja, ich gehe mal langsam runter, ne? So. Ah! Nee, dann lass uns aber schön die Finger, glaube ich. Ich mache noch mal vorsichtig. Ja. Hier tut's besonders weh. Mhm. Also Sie sagen, ich muss das noch mal kurz zusammenfassen. Sie haben 2 Wochen Pause gemacht und haben dann wieder angefangen zu arbeiten. Ich hab 2 Wochen halt den ganzen Büroscheiß vom ganzen Jahr mehr oder weniger versucht wegzuarbeiten. Da sind wir am Computer gesessen. Und normalerweise sitzen Sie nicht am PC? Ja, seltener, ne? Ja. Haben Sie schon mal was vom Tennisarm gehört? Das Wort kennen Sie wahrscheinlich. Das ist Tennis. Ja, das ist, also der medizinische Ausdruck dafür ist Epikondylitis. Das heißt, dass Sie sozusagen eine Nervenreizung hier in dem Gebiet haben. Deshalb hat das auch so extrem wehgetan, als ich gerade hier angefasst habe. Ich möchte jetzt nicht nochmal wiederholen. Wovon kommt das? Das kann nämlich genau davon passiert sein, dass Sie 2 Wochen lang am Schreibtisch gesessen haben, was für Sie eine ungewohnte Tätigkeit ist. Und gerade dieses die ganze Zeit an der Maus sitzen, den ganzen Tag klicken, wenn Sie dann noch auf einem nicht so guten Schreibtischstuhl saßen oder der vielleicht falsch eingestellt. Also besser körperlich arbeiten als am Schreibtisch sitzen. Das ist jetzt die Aussage, ja. Das ist die Aussage. Erstmal ja. Genau, aber erst, wenn Sie sich ausgeruht haben. Man könnte natürlich denken, für einen Möbelpacker wären 2 Wochen Schreibtischarbeit eine Art Erholung oder Urlaub. Aber in dem Fall von Herrn Karloff hat es genau das Gegenteil bewirkt. Durch eine Position, die er sonst normalerweise bei der Arbeit nicht einnimmt, durch das tagtägliche Sitzen mehrere Stunden lang und die Arbeit mit der Computermaus, hat er seinen rechten Arm so überansprucht, dass es dann zu einem, wir nennen das Schulterarmsyndrom und zu einem Tennisarm kommen konnte. Dadurch, dass er immer in der gleichen Haltung saß, vielleicht sogar auf einem schlechten Schreibtischstuhl, hat er die Sehnen einfach überansprucht. Es kam zu einer leichten Entzündung, vielleicht wurden sogar ein paar Sehnen eingeklemmt und das führt dann im Endeffekt zu diesen extremen Schmerzen, die auch bei Herrn Karloff aufgetreten sind. Im Endeffekt würde es wohl so gewesen sein, dass ich vielleicht doch hätte noch ein bisschen warten sollen. Ne? Was ich gesagt habe. Und irgendwann ist mir die Kraft weggegangen und dann war der Schrank schon unterwegs in meine Richtung. Da war es zu spät. Ne? Also war Ihr Kollege dann doch im Endeffekt. Ja, da kann der Junge nichts dafür. Ich hab gesagt, dass ich tut mir leid, aber. Dann war es sicherlich meine Schuld und nicht seine. Ne? Sie haben es ja auch nicht bewusst gemacht. Von daher. Ist nichts großartig. Aber es kann zwei Wochen. Also hat er erstmal so einen guten Monat auf euch gestellt. Warte, wenn wir wohl noch einen dazuholen müssen, sonst kriegen wir das nicht geschafft. Ich hab schon mit meinen Brüdern telefoniert, die helfen uns. Kurier dich bitte aus. Tu es mir zuliebe, tu es deiner Frau zuliebe. Hast du schon 2 auf jeden Fall, die jetzt auf dich aufpassen? Therapeutisch war es bei Herrn Karloff eigentlich relativ einfach. Er muss auf jeden Fall ein bisschen kürzer treten, sollte in nächster Zeit nichts Schweres schleppen, sollte sich aber ansonsten völlig normal und frei bewegen. Zusätzlich habe ich ihm noch Physiotherapie aufgeschrieben und eine Armmanschette, die einfach die beanspruchten Sehnen ein bisschen schont. Und dann sollte das auch eigentlich in den nächsten 2 bis 3 Wochen alles wieder geklärt sein. Gleich nach seiner Entlassung aus der Klinik hat der Möbelpacker eine Physiotherapie begonnen, damit die Nervenreizung im rechten Arm schneller abklingt. 3 Wochen später waren jegliche Schmerzen verschwunden und sein Arm wieder voll belastbar.